Gerade in der jetzigen Zeit haben ja viele Menschen relativ viel Freiraum, Zeit. Und gerade so die Jüngeren, die nutzen das dann oftmals, um so Computerspiele zu spielen, Handyspiele, Konsolenspiele. Und diejenigen, die Gamer unter euch, die kennen das, wenn man gerade so in so einem Multiplayer-Spiel ist, also mit anderen Spielern online zusammenspielt und man ist gerade am Verlieren mit seinem Team. Und auf einmal kommt da so ein Spieler mit dazu, der joint das Team und auf einmal wendet sich das Blatt und das Team fängt an zu gewinnen. Und am Ende dominiert dieser eine Spieler das ganze gegnerische Team und auf einmal gewinnt man. Und für die Nicht-Gamer unter euch, ihr kennt sowas auch, zum Beispiel aus dem Bereich des Sports. Im Fußball, da kennen wir ja zum Beispiel diesen Weltstar-Fußballer Lionel Messi vom FC Barcelona, wo dann manchmal mehrere gegnerische Spieler nur dafür abgestellt werden, um ihn in Schach zu halten. Und solche Leute, die nennen wir dann Game Changer, ob jetzt im Computerspiel oder im Sport. Auch in anderen Lebensbereichen finden wir solche Game Changer, die wirklich auf einmal so einen Wendepunkt bringen. Zum Beispiel im Bereich der Elektrizität, da haben wir Faraday, Tesla oder Edison oder Maxwell, die Dinge herausgefunden haben, wie wir uns die Elektrizität zu Nutzen machen können. Und die waren echte Game Changer, wovon wir bis heute profitieren können. Und ihr könnt euch das sicherlich vorstellen, dass ich auf einen ganz besonderen Game Changer hinaus möchte heute. Das ist erstmal, na klar, Jesus. Und Jesus war der größte Game Changer, ist der größte Game Changer aller Zeiten, der gesamten Menschheitsgeschichte. Der stellt all diese anderen Game Changer, die ich vorher vorgestellt habe, bei weitem in den Schatten. Und warum ist das eigentlich so? Naja, erstmal ist es so, Jesus, der hat durch die Dinge, die er gesagt hat, die er gelehrt hat, auch wirklich nachhaltige Veränderungen in der Menschheitsgeschichte bewirkt. Wir profitieren noch heute von seinen Lehren. Wenn man mal einfach schaut im Grundgesetz, da sind Prinzipien verankert, die auf das Gebot "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst" zurückzuführen sind. Also von dem, was Jesus gesagt hat. Da haben wir zum Beispiel den Artikel 1 im Grundgesetz, wo es heißt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Oder im Artikel 2 steht, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Also wir sehen, dass da wirklich diese Prinzipien so mitschwingen von dem, was Jesus gesagt hat, auch wenn es nicht ganz wortwörtlich ist. Weil diese Prinzipien, die sind nicht selbstverständlich. Wir haben auch heute noch viele Länder auf der Welt, wo diese Prinzipien nicht etabliert sind und die auch entsprechend darunter leiden. Jesus, der war aber nicht einfach nur ein Game Changer mit dem, was er mit seinen Worten gesagt hat, sondern er hat auch echt das Leben von einzelnen Menschen dramatisch verändert. Wir lesen auch in der Bibel im Neuen Testament von Heilungen, die durch ihn passiert sind, durch Befreiung, wo Menschen, die von Dämonen besessen waren, befreit worden sind. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte in im Johannesevangelium Kapitel 5, da war so ein Mann, der war 38 Jahre lang gelähmt und er hat immer darauf gewartet, dass er endlich geheilt wird. Und da kommt dann Jesus, er begegnet Jesus und an diesem einen Tag, wo er Jesus begegnet, wird er komplett geheilt und kann wieder laufen. Meint ihr nicht auch, dass Jesus für diesen Mann ein echter Gamechanger war, jemand, der das Blatt gewendet hat in seinem Leben? Sicherlich war sein Leben vorher kein Spiel, aber Jesus hat es zu was Gutem geführt. Und Jesus, der hat sehr viele gute Dinge getan, sehr viele gute Dinge gesagt, gelehrt. Man könnte sagen, ein wirklich guter Mensch, der ein etablierter Wanderprediger. Aber er war noch mehr als das. Und da gibt es etwas, wo er wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal hat, wo er sich doch noch unterscheidet von all den anderen weisen Lehrern, die wir so in der Philosophie und in anderen Religionen kennen, wo er sich auch unterscheidet von heutigen Charity-Organisationen und Menschen, die auch heute viel Gutes bewirken. Es gibt was, wo er nochmal einen draufgesetzt hat und wo er sich unterscheidet. Und das ist einfach, er ist eben nicht nur Mensch gewesen, sondern er ist auch Gott, der Sohn Gottes.
Und als solcher ist er als einziger Mensch über diese Erde gegangen, ohne jemals zu sündigen. Das können wir uns irgendwie gar nicht vorstellen, dass das möglich ist, aber bei ihm war es so. Er war ganz Mensch und ganz Gott. Und als solcher hat er dann am Kreuz für unsere Sünden bezahlt. Ihr alle kennt diese Geschichte von seiner Kreuzigung. Grausam. Aber das hat er gemacht, weil er dich und mich liebt und weil er uns wieder in eine Verbindung, in eine Beziehung mit unserem Vater im Himmel bringen möchte. Und dass das wirklich wirksam war, was er getan hat, dass er wirklich unsere Schuld, meine Sünde und mein menschliches, schlechtes Wesen, das alles auf sich genommen hat, dass das wirksam war, das sehen wir daran, dass Jesus auferstanden ist, auferstanden von den Toten. Dann sagt man natürlich, ja gut, ne, das ist ja gar nicht möglich. Die Naturgesetze sagen, dass das nicht geht. Ja, es ist ein Wunder, genau wie eine Heilung auch ein Wunder ist. Und wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Den Spruch kennt ihr vielleicht auch. Es ist tatsächlich so. Also man muss sich das mal so vorstellen, wenn Gott ist ja nichts unmöglich. Ne? Wenn er das ganze Universum geschaffen hat, dann kann er selbstverständlich auch jemanden heilen. Und dann kann er auch Jesus von den Toten auferwecken. Und es gibt noch eine weitere Bestätigung für Jesus, und zwar, dass er eine ganze Menge von Prophetien erfüllt hat aus dem Alten Testament. Du kannst mal dich damit beschäftigen, google das mal. Jesus erfüllte Prophetien oder so. Dann wirst du da schon eine ganze Menge Sachen finden. Ich werde dir da auch nochmal einen Link in die Beschreibung vom Video packen, dann kannst du dir das auch nochmal anschauen. Im Alten Testament, das ist ja nachweislich, über Datierungsverfahren kann man das ja feststellen, dass das geschrieben wurde, bevor Jesus gelebt hat, also vor seiner Geburt. Und Jesus hat zig, wenn nicht sogar hunderte von Prophetien erfüllt. Das heißt, Dinge, die aufgeschrieben wurden, Jahrhunderte vorher, die hat er in seinem Leben durch seinen Tod am Kreuz und durch die Auferstehung erfüllt. Und das ist ziemlich heftig, weil wie kann das sein, dass eine Person diese ganzen Merkmale auf diese ganzen Merkmale zutrifft? Und da waren auch Dinge dabei, man hätte ja sagen können, ja gut, der hat da vielleicht selber nachgeholfen, dass er das selber alles so eingefädelt hat, aber da waren viele Dinge dabei, die konnte er so menschlich gesehen gar nicht beeinflussen. Aber er hat sie alle erfüllt. Das heißt, er ist wirklich dieser Messias, dieser Erlöser, auf den die gesamte Menschheit gewartet hat. Und bis heute können wir von diesem Erlösungswerk, was er getan hat, profitieren. Und es hat eine Relevanz in unserem Leben. Aber wir brauchen Zugang dazu, und zwar durch Glauben. Glaube ist der Schlüssel, wo wir den Zugang dazu bekommen, zu all diesen Segnungen, zu all dem, was er für uns getan hat. Und Jesus hat also diesen Weg zum Vater freigemacht. Und zusätzlich, ne, also wenn das nicht schon Game Changer genug ist, zusätzlich hat er auch einen neuen Bund, also eine Art neue Beziehung zwischen Gott und den Menschen hergestellt. Vorher gab es den alten Bund. In dem alten Bund ging es immer darum, da war es nicht so auf Beziehung ausgelegt mit Gott, sondern da ging es immer darum, dass Menschen ja, die Gesetze einhalten, die Regeln einhalten, um Gott zu gefallen und Leistungen erbringen, damit sie dann ja, bei Gott sein können. Und im neuen Bund ist es anders. Ne? Es hat sich ja herausgestellt, dass die Menschen gar nicht in der Lage sind, das wirklich diese Regeln einzuhalten. Und Jesus ist am Kreuz auch dafür gestorben, dass er einen neuen Bund aufgerichtet hat durch sein Blut. Und das bedeutet, dass jetzt nicht mehr es darum geht, dass wir uns anstrengen müssen, uns den Himmel erarbeiten müssen. Ne? Viele denken ja, das ist so eine Art Punktesystem, dass man eine gewisse Anzahl von Punkten im Himmel erreichen muss und dann kommt man auch in den Himmel. Ein paar gute Taten, wenn man sich nicht ganz so schlecht anstellt und ein paar gute Sachen macht, sollte das doch eigentlich ausreichen. Besonders, wenn man sich dann noch als Kind hat taufen lassen. Ja, und Jesus wirft dieses ganze System, dieses religiöse System einfach um, indem er sagt, hey Leute, all das reicht nicht, das reicht einfach nicht, wo wir uns anmaßen, dass wir uns selber den Himmel verdienen können. Sondern er sagt, hey, weil es nicht reicht, bezahle ich den Preis für dich und für mich. Ja, für mich, also für ihn selber nicht, aber für dich und für mich, also für uns Menschen. Und ja, Jesus hat diesen Preis bezahlt und Jesus hat diesen neuen Bund aufgerichtet, wo es jetzt eben nicht mehr um unsere Leistung geht, sondern um die Beziehung zu Gott.
Er möchte, dass wir in einer Beziehung mit ihm leben und dass wir von innen heraus geändert werden, verändert werden, dass wir nicht mehr nach außen hin etwas darstellen, eine religiöse Leistung bringen und ein religiöses Schauspiel, Heuchlerei nennt man das auch, darstellen, sondern dass wir wirklich von innen heraus verändert werden. Und das bringt es manchmal auch mit sich, dass auch die echten Dinge zum Vorschein kommen in uns, vor Gott. Aber das ist gut, weil dann kann Gott daran arbeiten und was verändern. Und das ist das, wo Gott wirklich dran interessiert ist. Er möchte an das Innere, er möchte an dein Herz ran, er möchte dich im tiefsten Inneren berühren und verändern und dir begegnen. Die Geschichte, die fängt jetzt ja gerade erst an. Denn Jesus hat uns nicht allein gelassen, sondern Jesus, der ultimative Game Changer, der hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Auch ein super krasser Game Changer. Und wenn wir den Heiligen Geist bekommen haben in unserem Leben, dann werden auch du und ich, dann können auch wir echte Game Changer werden. Das heißt Menschen, die Einfluss nehmen können und bedeutsam sein können für alle Ewigkeit. Und das ist doch eine echte Perspektive, wenn man sich das mal so reinzieht. Was meine ich damit? Jesus hat in Apostelgeschichte 1, Vers 8 gesagt, dass wenn wir den Heiligen Geist bekommen, dann werden wir Kraft empfangen, um dann wirksame Zeugen für ihn sein zu können. Und was heißt das ganz praktisch? Es bedeutet, wenn du den Heiligen Geist in deinem Leben hast, dann wird er auf einmal dein Leben verändern. Dann wird er dich frei machen von Süchten. Er wird dich frei machen auch von der Sucht nach Anerkennung. Er wird dich frei machen von Verhaltensweisen, die anderen Menschen oder dir selber schaden. Das geht manchmal nicht alles von heute auf morgen. Es ist manchmal auch ein Prozess, aber er tut es. Vor allem dann, wenn wir uns ihm ausliefern, wenn wir Zeit mit Jesus, mit dem Heiligen Geist verbringen. Und das heißt, es ist etwas, was wir gar nicht selber machen können, sondern es ist ein Wirken von Gott. Das heißt, ist es nicht interessant, dass es gar nicht so darum geht, dass man, wenn man den Heiligen Geist bekommen hat, dass man jetzt ein großer Prediger werden muss, der sehr eloquent sich ausdrücken kann? Nein, es geht vielmehr darum, dass wir verändert werden und dass Menschen das von außen sehen können, dass sie mit ihren eigenen Augen sehen können, hey, was ist denn mit dem passiert? Der ist ja auf einmal so liebevoll, der ist ja auf einmal so ganz anders. Und wieso besäuft er sich nicht immer jedes Wochenende? Und wieso hört er auf zu fluchen? Und wieso bläst er nicht mit in dasselbe Horn, wenn wir über den Chef lästern, sondern spricht so anders? Wieso ist er so anders? Ja, das ist Jesus ist in seinem Leben. Da hat sich richtig was getan. Und so können wir dann echte Zeugen für Jesus sein. Wie gesagt, das ist was wir gar nicht selber machen können, sondern was der Heilige Geist in uns wirkt, wenn wir mit ihm Zeit verbringen. Ich hatte das vor kurzem, ich habe euch ja schon öfter von meinen Erlebnissen mit dem Heiligen Geist erzählt. Vor kurzem hatte ich auch so ein Erlebnis auf Facebook. Gott spricht auch zu mir auf Facebook, weil da bin ich auch erreichbar für ihn. Und da hatte jemand geschrieben, Gott hat Gefallen an dir. Das war gar nicht persönlich an mich geschrieben, aber es hat in dem Moment so tief in mein Herz gesprochen. Ist das nicht herrlich, dass wenn wir zu Jesus gehören, dass wir sicher sein können, dass Gott Gefallen an uns hat? Hey, wir müssen uns jetzt gar nicht mehr anstrengen, sondern wir sind schon voll angenommen, voll geliebt bei ihm. Und ich finde das deshalb auch manchmal so ein bisschen traurig, wenn ich das sehe bei einigen, die dann bei Facebook das groß posten. Die haben dann, es gibt ja diese so Psychologietests oder manchmal sind das auch so Horoskope und solche Sachen, wo man dann irgendwie ein Bild anklicken muss oder irgendwas, eine Zahl sagen muss oder was auch immer. Und dann wird einem durch einen Algorithmus, der bestimmt sehr seriös ist, ich glaube nicht, wird einem dann gesagt, wie man ist oder wer man ist oder es wird einem was über die Zukunft gesagt oder irgendwie sowas. Ja, du bist eine besonders starke Persönlichkeit oder sonst was. Und da muss ich sagen, ich finde das immer so schade. Warum müssen wir uns denn unsere Bestätigung und unsere Identität von einem Facebook-Algorithmus sagen lassen? Sondern Gott hat doch in seinem Wort darüber gesprochen, wer ich bin. Durch Jesus, durch den Heiligen Geist bin ich doch ein geliebtes Kind Gottes. Vollkommen. Vollkommen angenommen, vollkommen geliebt. Willkommen bei Gott. Und ja, Gott freut sich über mich. Und was will man eigentlich dann noch mehr, wenn man das hat? Dann muss ich mir das nicht noch woanders holen. Und wenn du noch mehr über den Heiligen Geist lernen möchtest, dann empfehle ich dir zum Beispiel auch die Predigt Gottes Gegenwart, Anbetung im Heiligen Geist. Da spreche ich ein bisschen mehr darüber, wer der Heilige Geist eigentlich ist, was der so tut.
und auch darüber, wie man den Heiligen Geist denn nun ganz konkret auch in seinem Leben empfangen kann. Es ist eigentlich ganz einfach. Glaub an Jesus, glaub an das, was er für dich getan hat. Nimm die Vergebung an von ihm, dass du frei bist von aller Schuld durch sein Opfer. Und bitte einfach den Vater, wie du als Kind deinen Papa bittest, so bittest du den Vater im Himmel, dass er dir seinen Heiligen Geist schenkt. Und dann wird er das tun. Das macht er nämlich sehr, sehr gerne. Und dann bedankst du dich bei Gott dafür, im Glauben, weil du empfängst alles bei Gott im Glauben. Und dann wirst du merken, dass sich was verändern wird, wenn du das wirklich ernst gemeint hast. Und welche praktischen Auswirkungen hat das jetzt, wenn ich den Heiligen Geist empfangen habe? Dann, ja, als erstes, alles fängt sich an, um Jesus zu drehen in deinem Leben. Auf einmal geht es immer nur noch um Jesus. Man ist quasi, ja, wirklich schon fast süchtig nach Jesus, nach ihm. Man möchte alles über ihn wissen, man möchte auf einmal in der Bibel lesen, man möchte auf einmal wachsen im Glauben, man möchte vorangehen, man möchte alles kennenlernen über ihn, man möchte wissen, wie er ist. Und das ist total normal, wenn man gerade den Heiligen Geist frisch empfangen hat. Und Jesus wird wie so ein Mittelpunkt im Leben. Depression wird auf einmal in Dankbarkeit verwandelt. Angst wird in Liebe verwandelt. Unruhe wird in Frieden verwandelt. Das schlechte Gerede über den Chef oder über die Mitarbeiter oder über die Familie oder über andere, über Leute aus der Gemeinde, über die Gemeindeleitung. Dieses ganze Gerede, das wird auf einmal verwandelt in einen permanenten Strom der Ermutigung, wo aufbauende Worte kommen. Die Worte werden nicht mehr verwendet, um was kaputt zu machen, sondern die werden dafür verwendet, um was aufzubauen. Und das ist eine ganz andere Perspektive. Du schaffst also mit deinen Worten auf einmal eine Kultur der Annahme, eine Kultur der Ehre und eine Kultur der Sicherheit für andere Menschen um dich herum. Auf einmal ist der Boden um dich herum nicht mehr toxisch, wo andere Menschen verletzt werden und angegriffen werden, quasi vergiftet werden, sondern auf einmal ist das ein fruchtbarer Boden, wo Menschen um dich herum hervorsprießen können, wachsen können. Auf einmal werden Menschen um dich herum, ja, ermutigt, auf einmal werden sie aufgebaut, auf einmal werden sie fruchtbar und du selbst wirst fruchtbar, du bringst Frucht für das Reich Gottes. Das heißt, stell dir doch mal vor, wenn das ein normaler Umgangston wäre in der Gesellschaft, wenn das wäre doch ein echter Gamechanger. Und es fängt an mit dir und mir, dass wir Gamechanger sind. Warum und wie? Durch den einen Gamechanger, durch Jesus, durch den Heiligen Geist. Du bist nämlich zur Bedeutsamkeit berufen und vollständig gewollt bei Gott. Du bist auch vollständig gewollt bei uns in der Gemeinde. Du bist auch hier herzlich willkommen bei uns. Lass dich nicht von den Umständen und von den Menschen oder von deinen Emotionen hin und her werfen, sondern schau auf das, was Gott über dich gesagt hat. Schau auf das, was das Wort Gottes sagt, was der neue Bund sagt. Jesus hat das ja gesagt in Matthäus 6, 9 bis 13, da hat er die Jünger gelehrt, wie sie beten sollen, was so ihre Ausrichtung sein soll. Und er hat gesagt, ja, betet mal so, unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass dein Reich kommen, dein Wille geschehe hier auf der Erde, so wie er im Himmel geschieht. Und kurz darauf spricht Jesus davon, was das eigentlich bedeutet, dass der Wille Gottes wie im Himmel so auf Erden passiert. Er spricht nämlich dann von diesem Thema Vergebung. Einmal, dass wir Vergebung bekommen für unsere Schuld, aber auch, dass wir anderen Menschen vergeben. Das schenkt, da ist so eine Freiheit drin, das schenkt so eine Freiheit. Vergebung ist ein echter Gamechanger. Und mit dem Heiligen Geist und mit Vergebung wirst auch du zu einem echten, bedeutsamen Gamechanger. Auf einmal werden Dinge wie Frieden, wie Vergebung, wie Ermutigung, Freude und Liebe, diese Dinge werden auf einmal groß in deinem Leben, die werden auf einmal wichtig. Und wenn du den Heiligen Geist bekommen hast, dann hast du auf einmal auch Bock, Zeit mit anderen zu verbringen, die das auch erlebt haben. Du möchtest auf einmal ins Gebetstreffen, du möchtest auf einmal zum Gottesdienst, du möchtest in eine Kleingruppe gehen, du möchtest lernen, du möchtest wachsen, du möchtest mit Menschen zusammen sein, die das auch erleben. Und da geht es gar nicht mehr darum, oh, ich muss am Sonntag wieder in den Gottesdienst, sondern du brennst schon, du wartest schon auf die nächste Predigt, du wartest schon darauf, wieder das nächste aufschnappen zu können, weiter zu wachsen und einfach diese Zeit mit anderen zu verbringen.
einfach herrlich so. Und das ist dieser Unterschied zwischen Religiosität, wo es darum geht, ich muss was machen, um Gott zu gefallen oder den Menschen um mir herum zu gefallen, sondern stattdessen, ey, ich bin von innen heraus verändert, transformiert und auf einmal brenne ich aus mir heraus, aus dem, was Gott mir geschenkt hat. Und es gibt da schon, um dann nochmal auf den Anfang zu kommen, schon einen Unterschied auch zwischen Lionel Messi und einem Fußballteam und dem, was wir in der Gemeinde sehen. Also der erste große Unterschied ist natürlich, Lionel Messi kann wesentlich besser Fußball spielen als die meisten Christen und er verdient wahrscheinlich auch mehr Geld als die meisten Christen. Aber es gibt noch einen Unterschied. Im Fußball ist er der Gamechanger, aber in der Gemeinde kann jeder von uns ein Gamechanger sein. Jeder von uns kann den Heiligen Geist bekommen. Jeder von uns kann was dazu beitragen, dass die Gemeinschaft an sich, aber auch jeder Einzelne bedeutsam ist und wachsen kann. Ist das nicht herrlich? Und dafür muss man nicht unbedingt predigen, sondern das hat was damit zu tun, welche Kultur man in seinem Leben, in seiner Familie schon, in seiner Nachbarschaft, aber auch in der Gemeinde, bei seinen Freunden auf dem Arbeitsplatz, welche Kultur man da etabliert, in welche Kultur man reinsät. Und das heißt, wir sind also eigentlich eine perfekte Familienmannschaft, erfüllt vom Heiligen Geist, eine Gamechanger-Mannschaft, die nur aus Gamechangern besteht. So könnte man sich die Gemeinde vorstellen. Da haben doch die Mächte der Finsternis überhaupt keine Chance mehr. Ist das nicht herrlich, dass wir so in diesem Sieg von Christus vorangehen dürfen? Hey, heißt das, dass da nicht auch Herausforderungen kommen, dass da auch echt manchmal Dinge sind, boah, die können wir nicht verstehen und wow, Gott, was soll das? Natürlich sind solche Dinge auch da. Aber wir haben eine andere Ausrichtung, wir haben eine andere Perspektive auf diese Dinge. Wir haben die himmlische Perspektive von Gott. Und ich möchte dir am Ende nochmal 3 Bibelverse mitgeben und dann werde ich beten und abschließen. Römer 14, 9, der Vers 17 bis 19. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Jesus Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun auch nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Lasst uns Gamechanger sein, die anders sind als das, was die Welt uns zeigt. Römer 15, Vers 2, denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen zum Guten und zur Erbauung. Kultur der Fruchtbarkeit, Kultur der des Unterstützens, des Aufbauens, des Ermutigens. Römer 15, 7, darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Vater, ich danke dir jetzt für jeden, der hier zugeguckt hat, für jeden, der sich da auf den Weg gemacht hat und bete, dass jeder, der gerne deinen Heiligen Geist empfangen möchte, dass er jetzt auch diesen Heiligen Geist von dir bekommt, dass er erfüllt wird, dass er erfrischt wird, dass er beschenkt wird, auch mit Gaben des Geistes, mit dem Sprachengebet, mit Gaben der Heilung, Prophetie, das ganze Paket, Vater. Und dass jeder, der hier zuhört, wirklich zu einem Gamechanger wird, zu jemandem, der einfach den Himmel auf der Erde repräsentiert, der Jesus auf der Erde repräsentiert. Und hilf auch mir dabei, das einfach noch besser zu tun, Herr. Und wir kommen einfach so zu dir, wie wir sind, auch wenn wir merken, boah, in unserem Leben, das sieht so wenig aus wie der Himmel. Vater, auch dann kommen wir zu dir und sagen einfach, komm und verändere uns. Du darfst mit unserem Leben tun, was du gerne möchtest. Und wir lieben dich, Jesus. Wir sind dir so, so dankbar. Dir gehört alle Ehre, Jesus Christus. Amen.